Ich bin verwirrt. Oha, ein Hund! Matti, was ist das für ein Hund? Kannst du den Hund mal zeigen? Okay, also der Hund möchte scheinbar nicht gezeigt werden. Gut, der möchte anonym bleiben. Ist in Ordnung. Ein anonymer Hund. Wir wissen Bescheid. Tatsächlich, Freunde, war das Wochenende sehr intensiv. Gestern gab es ja den Livestream auf dem Somnium Cards Channel. Und das Ganze ist echt heftiger explodiert, als ich dachte. Es waren 1000 Leute gleichzeitig da. Das war krass. Das bin ich nicht gewohnt. Es war sehr überfordernd für Hai und mich. Ich war sehr nervös. Ich bin nie nervös vor Streams. Jetzt gerade bin ich überhaupt nicht nervös. Aber gestern war ich echt nervös, weil das war unsere erste offizielle Ankündigung, sozusagen ein Announcement-Stream, Corporate-Announcement-Stream, so, also im Prinzip ist es ja Präsentation halten und das war schon krass. Danke euch für das krasse Feedback, danke, dass ihr dabei gewesen seid, das war echt der absolute Hammer. Tatsächlich bin ich ein bisschen verwirrt davon, dass jetzt der Chat aus lauter Fragen besteht, die wir in diesem Stream beantwortet haben. Finde ich ein bisschen komisch. Wann kommt Prestige Unboxing? Wann kommt Prestige? Das wurde alles im Stream fett beantwortet. Wir haben extra eine Grafik dafür machen lassen. Anfertigen lassen. Ich kann die euch auch noch mal zeigen, aber ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn dahinter. Ich verstehe das nicht. Ja, du auch nicht, ne? Ja. Wir so, die kommt Anfang des Jahres. Ihr so, ey, wann kommt die? Wir so, die kommt Anfang des Jahres. Das haben wir doch beantwortet. Matti, wann packst du die aus? Na, Anfang des Jahres. Matti, wann kommt... Bruder, guck mal. Early Spring. Ich übersetze. Early Spring ist Englisch, damit es auch unsere internationalen Kunden verstehen, und bedeutet zu Deutsch früher Frühling. Das heißt, das ist nicht das Ende vom Frühling, also der Mai, sondern der Anfang vom Frühling. Sowas wie März, April. Ergibt Sinn, oder? Also ich finde, das ergibt Sinn. Das steht da vorher. Guck mal, wie groß das da steht. Guck mal, ich kann es noch größer machen. Guck mal. Guck mal, wie groß das da einfach steht. Komm, ich mach's noch größer, oder? Komm, wir machen es noch größer. Ja, wer ist der Hund, den man hört? Das ist tatsächlich ein Hund. Surprise. Dann wurde gerade der ganze Chat bombardiert mit, wie viel kostet die Mitgliedschaft? Wir so im Stream, die Preise sagen wir euch noch nicht. Ihr so, ja, aber wie viel kostet die denn? Wir so, naja, die Preise sagen wir euch noch nicht. Und ihr so, ja, aber wie viel kostet die denn? Ja, aber wer ist denn der Hund? Fragt er denn. Denn der Hund ist tatsächlich ein Hund. Ist keine Katze. Ist auch kein kleiner Mensch. Es ist ein Hund, dass du Bescheid weißt. Ich weiß, das schockiert dich jetzt vielleicht. Aber es ist ein Hund. Es ist kein Hamster. Ist kein Hamster. Welche Mitgliedschaft? Bitte nochmal erklären. Nein, ich werde diesen Stream nichts erklären. Schaut euch den Stream von gestern an. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Mindblow. Jetzt kommt der Mindblow. Matti, ich will keinen 2-Stunden-Stream gucken. Ich habe keine Zeit für sowas. So, jetzt kommt der Mindblow. Jetzt pass auf. Wisst ihr, was der Matti Bergi gemacht hat? Der Matti Bergi hat gestern den ganzen Abend damit verbracht, nach dem Stream das hier zu tun. Eine ganze Timeline, dass ihr euch hier durchklicken könnt, strukturiert. Und es steht alles nochmal in der Beschreibung erklärt. So, was ist denn jetzt mit der Membership? Okay, dann gucke ich jetzt in die Beschreibung. Somnium Membership. Möglichkeit, Mitgliedschaft abzuschließen für monatlichen Preis. Bereich 17 bis 22 Euro pro Monat. Von jeder neuen Edition kostenlos ein Deck- und Uncut-Sheet. Kostenloser Versand international. Monatlich neue Videos mit Zauber-Tutorials von Profi-Zauberern. Alle alten Videos auch verfügbar als Bibliothek. Mindestlaufzeit 3 Monate. Das ist ja, als wäre es Amazon Prime, nur in noch krasser. Das ist ja verrückt. Komisch. Also ich glaube, ich sollte dem Matti jetzt in den Chat schreiben, kannst du das mit der Mitgliedschaft nochmal erklären? Ich glaube, ich sollte dem Matti einfach nochmal fragen. Glaubt ihr das auch? Ich glaube schon, oder? Das ist die einzig sinnvolle Option, die dann noch offen ist, oder? Abzocke. Ja, richtig. So, wir rechnen das jetzt mal durch. Das ist jetzt Abzocke. Also, es kommen 3 Editionen im Jahr. Rechnen wir mal ganz großzügig sogar mit 25 Euro. Dann zahle ich noch 5 Euro Versand. Das sind schon mal 30. Das Uncut-Sheet kostet grob 60 Euro. Das sind also 90 Euro. Und das mal 3. Okay, 270 Euro würde das kosten, wenn ich das einzeln kaufe. Schließe ich jetzt aber die Mitgliedschaft ab. Sagen wir mal wirklich 25 Euro. Maximum, warte, was kostet die Somnium Membership? Oh, dann wäre das 30 Euro mehr? Aber komisch, die Jungs haben doch gesagt, das wird weniger kosten. Oh, ich spare über 50 Euro? Und ich krieg noch Zaubertutorials dazu? Jedes Tutorial hat normalerweise so einen Wert von 20 Euro. Komm, sagen wir 10 Euro. 10 Euro für so ein Kartentrick-Tutorial bei zum Beispiel Penguin Magic, Illusionist, wie auch immer. Das plus 3 Decks und den Versand, das sind 270 Euro. 280, warte, nein, nein, nein.
270, das sind ja das hier mal 12, weil ich krieg ja jeden Monat so ein Tutorial. Das plus die 270, das sind 390 Euro, die ich eigentlich zahlen würde, wenn ich alles einzeln kaufen würde. Und die Mitgliedschaft waren, sagen wir mal, maximal, das sind 100 Euro weniger. Dann spare ich ja voll Geld und die Jungs verdienen weniger, aber dafür ist die Community zufrieden und hat was davon. Dann sind ja alle happy. Das ist ja krass. Das ist Abzocke. Ich finde, das ist Abzocke, was die Jungs da machen. Weil ich spare 90 Euro im Jahr, das möchte ich nicht. Ich finde, das ist Abzocke. Alles einzeln kaufen, machen vielleicht 5%. So, jetzt mache ich einmal kurz eine Abstimmung hier. Abstimmung. Würdest du ohne Membership jede Edition kaufen? Ja, ich sammle Somnium. Nein, würde ich nicht. So, dann stimmen wir doch mal ab. Gucken wir mal, was die Community abstimmt. Also Carrera sagt, 5% würden die Somnium-Editionen kaufen. Einzeln. Das sind jetzt aber bei mir, gerade von den Leuten, die in diesem Stream sind, 2/3. 5% und 67%. Da ist ein bisschen ein Unterschied, oder? Oder nicht? Komm, dann googeln wir das jetzt mal. Ich würde sagen, wir googeln das. Was ist der Unterschied zwischen 5% und 71% sogar? 71%. Das sagt mir jetzt sehr viel, ja. Okay, case closed. Oh, es sind 70%. Okay, es sind 70%, Freunde. Es sind 70. Was ist 5% von 70? Das ist nicht ganz richtig, Google. Du verstehst meine Frage nicht ganz, glaube ich. Wie er raged. Ich rage nicht. Ich gehe nur darauf ein. Ich zeige euch nur, ja, Carrera hat recht. Es ist Abzocke, was sie machen. Es ist absolute Abzocke. Okay, dann haben wir das, glaube ich, auch schon mal erklärt hier. Dass Hai und Matti mal wieder die Community abzocken. So, sonst irgendwelche Fragen? Bevor wir heute in den Stream reinstarten. Wenn man nur die Decks möchte, braucht man und braucht, macht dann die Membership doch keinen Sinn. Aber wenn du nur die Decks haben möchtest, warum solltest du die Membership dann abschließen? Wer zwingt dich denn dazu, die abzuschließen? Die Membership ist für Leute, die Versand sparen wollen, die die Decks haben möchten, die die Anker-Cheats haben möchten und die die kostenlosen Zauber-Tutorials haben möchten. Vor allem überleg mal, wenn ich nach einem Jahr die Membership erst abschließe, dann kriege ich alle 12 Zauber-Tutorials. Kostenlos, obwohl ich nur einen Monatsbeitrag gezahlt habe. Dann zahle ich, sagen wir mal, 18 Euro für 12 Zauber-Tutorials. Das ist Abzocke. Ja, bekommt man das Ganze mit der Membership billiger. Zauberer-Fan, ich habe dir gerade... Lies dir das hier bitte durch. Da steht's. Weiß auf schwarz. Jetzt gerade weiß auf blau. Du schaffst das. Ich traue dir das zu, dass du das lesen kannst. Guck mal, ich mache auch noch den hier, okay? So. Ich glaube, das schaffst du. Das traue ich dir zu. Ja. Dankeschön, LH Magix. Ich werde mir fix dieses einzelne Ding, das ich im Stream angesagt habe, holen. Alter, du bist ein absoluter Ehrenmann. Danke für deinen Support. Dann gucken wir doch mal, was die Leute sonst so kommentieren hier. Somnium-Qualität gleich plus plus plus. Hm, sehe ich mich drin. Ist die Joy Edition bei meinem Membership dabei? Ja. Guck den Stream schon zum dritten Mal einfach, um den Hype auszuleben. Ich auch. Ey! Ich hatte gestern LG Matti in einer Zwischenablage, aber da habe ich jetzt die Zahl an Sekunden, wie lang eine Woche ist. Bei den beiden Entwürfen sieht Matti nicht besonders ähnlich. Der Blick ist viel zu ernst, finde ich. Das ist literally dasselbe Gesicht wie in jeder Somnium-Edition bisher. Es ist einfach literally copy-paste das Gesicht hier vom Kreuzkönig. Das ist kopiert und eingefügt. Safe, wenn ich jetzt aktualisiere, steht da Grüße aus dem Stream. Also wenn jetzt steht Grüße aus dem Stream, dann den werde ich jetzt blockieren. Den werde ich jetzt timeouten. Safe steht da jetzt Grüße aus dem Stream. Ha! Grüße aus dem Stream! Bruder! Mach doch nicht diesen! Kopf explodiert an der Stelle. So, dann loggen wir uns einmal kurz um. Alessio! Kuss! How did I get here? The end. Desmond the Moonbear. Kurz, danke für den Resub. Also lohnt sich Membership für die, die wirklich bisher jeden einzelnen Artikel von Somnium haben, weil wenn jemand 2 bis 3 Decks hat, das ist ja wenig Sinn, oder? Warum sollte es wenig Sinn machen? Nochmal. Du schließt die Membership ab, kriegst dadurch, immer wenn ein neues Deck rauskommt, das neue Deck kostenlos zugeschickt, bevor es überhaupt im Shop ist, plus ein Uncut-Sheet kostenlos zugeschickt, bevor es im Shop ist und bevor es alle anderen kriegen. Die Member kriegen als erstes kostenlos ein Deck. Zusätzlich bekommst du jeden Monat kostenlos ein Zaubertutorial, das normalerweise 10, 20 Euro bei Online-Shops kosten würde. Und du kriegst
kostenlosen Versand auf jede Bestellung. Wenn du zusätzlich dazu jetzt zum Beispiel in unserem Clothing Store ein T-Shirt bestellen willst oder du willst nicht nur ein Deck haben, sondern du willst eine Halfbrick haben, dann bestellst du dir das Halfbrick und du zahlst nur das Halfbrick und keinen Versand. Das ist der Vorteil der Membership. Also du kannst es dir vorstellen wie Amazon Prime für Amazon als Vergleich. Oder Netflix. Du zahlst einen kleinen Beitrag im Monat und kannst dafür tausende von Filmen gucken. Oder zahlst keinen Versand und kannst auch bei Amazon tausende von Filmen gucken. Alles, was da halt so in der Bibliothek aktuell liegt. Und musst nicht jeden Film einzeln kaufen. Das ist der Sinn davon. Du sparst dir Geld. Was ist unser Vorteil? Wir haben euch an Bord. Und ihr seid happy. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt immer wieder erklären muss. Es steht da in der Beschreibung. Okay. Die Membership beinhaltet nicht die Collector's Box, richtig? Richtig. Von der Collector's Box werden wir nur wenige 100 Stück haben. Also impossible leider, das an alle zu verschicken. Kostenlos. Wird die Membership automatisch aktualisiert? Wie meinst du das genau? Wird es die Shadow-Nachproduktion auch einzeln geben? Nein, nur in der Collector's Box. Muss man ein paar Monate Mitglied sein, um das Gratis-Deck zu bekommen? Nein, du schließt die Mitgliedschaft ab und kriegst instant immer von der neuen Edition was zugeschickt. Das heißt, wenn du im April die Mitgliedschaft abschließt und im Mai kommt die neue Edition, dann kriegst du es zugeschickt. Dafür hast du eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Dadurch gehen wir sicher, dass ihr das nicht ausnutzen könnt, um einfach nur Mitgliedschaft abschließen, Deck bestellen, Mitgliedschaft kündigen. Ey, ich habe ein Deck für weniger gekriegt. Nein. Das leider nicht. In welche Richtung geht der Preis für die Membership? Ey, wie gesagt, wir wollen nichts Festes sagen, aber ganz grob von der Richtung 17 bis 22 Euro. Steinigt uns nicht, wenn es 23 oder 24 kostet. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe es nur reingeschrieben, weil ihr nicht aufhört, uns zu bombardieren damit. Welches Musikprogramm nutzt du? Schreib einfach Ausrufezeichen Programm in den Chat und dann siehst du, welche Programme ich nutze. Boah, ey, ich pack Grimma jetzt auf den Spamfilter. Ich habe keinen Bock, ne? Es nervt so hart. Jeder fühlt sich lustig. Er macht doch einfach den Oberbürgermeister von Grimma als König. Ah! Nein. Mach ich nicht. Geht mir nicht auf den Sack damit. Hab ich Millionen mal beantwortet. Die haben mir gedroht mit einer Anzeige. Macht jetzt nicht diesen. Ich dachte, ihr wärt eine coole Community. So, Spam Protection. Blacklist. Bearbeiten. So, und da kommt jetzt das Wort Grimma drauf. So, Schnauze voll. Und OBM schreibe ich direkt mit drauf. OBM. Nicht jeden Monat selber neu bestellen. Genau, du machst ein SEPA-Lastschriftverfahren und kannst dann... Die Mitgliedschaft wird automatisch verlängert, genau. Hat die Joy Edition kein Gold oder Silber? Lass dich überraschen. Wenn man die Membership abschließt, bekommen die Joy Edition auch? Ja. Warum auch nicht? Warum sollte die plötzlich random ausgenommen sein? Mach eine Filmo Edition. Nein, dann kriege ich Überrechtsprobleme und lande im Knast. Ich habe heute Geburtstag. Alles Gute, Glurachu. Warte mal, dann machen wir doch glatt den hier. Warte mal, Glurachu. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose. Happy Birthday to you. Glurachu, alles Gute. Ich hoffe, dir geht's gut und bleib gesund das Jahr über. Danke. Kann man nur die App nutzen, wenn man die Mitgliedschaft abschließt? Nein, beantworten wir literally im Stream. Die App ist kostenlos für jeden. Wann wird die Sonio-App fertig sein? Dann, wenn sie fertig ist. Okay, liebe Mods, ignoriert bitte Fragen zum Somnium-Stream gestern. Wenn Fragen zum Somnium-Stream kommen, schreibt doch einfach rein. Kannst du hier nachschauen und verlinkt einfach den Stream. Ja? Wir beantworten jetzt keine Fragen mehr. Es ist alles im Stream beantwortet worden. Das reicht jetzt auch für heute. Da wird nicht zur Anzeige gesagt, es wird nicht aus Abmahnung gesagt. Das hat Matti unterbewusst zugespitzt. Okay, Mighty Monster. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, okay? Ich an deiner Stelle würde das lassen. Wir wollen ja nicht, dass jemand von den Hells Angels aufgesucht wird. Ich habe nicht gesagt, ich werde dich verprügeln lassen. Ich habe es ja nur angedeutet. Aber was habe ich damit angedeutet? Dass ich ihn verprügeln lasse? Oder schlimmer. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand vom Fahrrad fällt. Ey, ich habe nicht gesagt, ich werde dich vom Fahrrad schubsen. Ich habe nur gesagt, wir wollen ja nicht, dass jemand vom Fahrrad fällt. Bruder, die haben literally gesagt, unser OBM ist ja auch Rechtsanwalt. Und, da möchten wir natürlich nicht, dass das eskaliert. Das war ungefähr der Wortlaut. Bruder, wie sonst soll man das verstehen, als wir gehen rechtlich gegen dich vor? Der Matti hat das zugespitzt. Ja, hast recht, der Matti hat es zugespitzt. Halt einfach dein Maul. Die App wird mich aber nicht orten und mit Werbung vollspammen. Oder doch, Carrera. Die wird dich vollspammen. Wir unsere Karten und unsere Bekleidung verkaufen möchten, wir spammen euch voll mit... Ey, übrigens, hast du schon diese neue Tasse gesehen von der anderen Firma? Und hast du auch schon das Laserschwert gesehen, das neue von Anakin Skywalker? Hier, kauf mal. Der Sinn der App ist nicht, dass unsere Kunden uns hassen. Es ist nicht der Sinn. Und wir wollen euch auch nicht orten. Das ist uns völlig egal, wo ihr gerade seid. Wir wollen doch einfach nur, dass wir eine coole Community sind und unseren Spaß haben. Warum immer dieses deutsche Allmann-Dings? Ich bin selbst ein Allmann. Ich hab mich zu melden. Okay. Wie heißt das Spiel, das du zocken wirst? Steht, glaube ich, im Titel vom Stream, oder? Ja, Ghost Runner. Ist einfach das erste Wort im Titel. Ja, moin. Die wollen uns abhören. Ja, genau. Das interessiert uns mega. Ich habe nur gesagt, dass das nicht gesagt wurde. Mir ist bewusst, dass sie die gewisse rechtliche Konsequenzen angedroht haben, aber ein Anzeige ist überspitzt. Mit freundlichsten Grüßen. Ja, okay. Dann haben wir da eine Meinungsverschiedenheit. Also, wenn mir mit rechtlichen Konsequenzen gedroht wird, dann ist das für mich die logische Schlussfolgerung. Mir wird gerade mit einer Abmahnung
Warnung oder Anzeige gedroht. Was sonst soll eine juristische Konsequenz sein von Fehlverhalten? Es gibt keine anderen juristischen Konsequenzen. Nicht in diesem Land. Ich wollte wegen den Maßen von Anker-Sheets fragen, da ich auf Sonnenkast die Maßen nicht gefunden habe. Oder bin ich jetzt lost? Nee, die haben wir da wirklich nicht stehen. Die sollten wir da mal mit reinschreiben. Wenn du die in Bilderrahmen packen willst, muss es ein DIN A1 Bilderrahmen sein. DIN A2 ist zu klein, DIN A1 ist zu groß. Also die Anker-Sheets sind zwischen DIN A2 und DIN A1. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber dazwischen irgendwo. Kommt Fulas gar nicht mehr wegen Copyright. Leider ja, ich kann leider nicht mehr auf Fulas reagieren, weil die Videos alle weggestrikt werden, leider. Also man kann sie halt nicht mehr gucken. Es bringt nichts mehr, diese Videos zu machen. Wenn ich es als Stream mache, wird der Stream beendet. Und wenn ich es als Video mache, sind die Videos weltweit gesperrt. Und wenn YouTube da so scharf umgeht mit, möchte ich es auch nicht auf Twitch wagen, tatsächlich. Walle! Kuss, danke für dein Resub. Bist eine coole Socke, bin gerne dabei. Besten Dank und es tut mir vom Herzen leid, dass ich heute so ein bisschen gereizt bin. Aber lest den Chat, dann versteht ihr warum. Wann fängst du an zu zocken? Gleich. Was für Videos genau? Bin gerade neu gekommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Kein Voll, schade. Jetzt check ich gerade einfach gar nichts mehr. Jetzt check ich aber überhaupt nichts mehr. Was ist passiert mit dem Oberbürgermeister? So wie immer gilt, wenn du etwas über mich wissen möchtest, was mich und YouTube betrifft, dann gehst du auf YouTube, gibst ein Matthias Berger und das, was du wissen willst. Zum Beispiel möchtest du jetzt was über den Oberbürgermeister wissen. Da gibst du ein Matthias Berger Oberbürgermeister und dann siehst du hier auf dem Matti-Kanal, ich werde Bürgermeister, es geht zu weit und die Stadt Gribbe hat sich gemeldet. Matti V ist Matthias Berger. Okay, das ist hier das letzte davon, was angezeigt wird. Gucken wir da doch mal rein. Ah, das ist einfach genau das, was ich wissen möchte. Perfekt. Ist die App gratis? Ich bin ein bisschen kurzsichtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr mir vorlesen, was da steht? Ich bin ein bisschen kurzsichtig. Warte mal. Es ist immer noch ein bisschen klein. Gucken wir mal in die Beschreibung. Da steht doch bestimmt auch was, oder? 2021 Somer Somnior ab Kostenlos. Was heißt denn Kostenlos? Es steht dort kostenlos. Gleichbedeutend mit gratis ist ein in der deutschen Sprache verwendetes Adverb in der Bedeutung, ohne dass etwas dafür bezahlt werden muss. Unentgeltlich, kostenlos. Ah, das heißt, das kostet dann weniger, ne? Kostenlos ist Latein, heißt auf Deutsch Abzocke. Ah, okay. Okay. Ich verstehe. Das heißt, das kostet dann weniger. Ich verstehe. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Gut. Danke, Freunde, für die Hilfe. Danke. Das heißt, du musst nichts bezahlen. Echt? Was haben denn die Jungs dann davon? Dann sind das ja... Aber das passt nicht in meine Theorie, dass die Abzocker sind. Weil die sind doch YouTuber. YouTuber sind doch Abzocker, dachte ich. So, ich liebe dich, Matti. Ja, aber ich kenne dich leider nicht. Deswegen kann ich es leider nicht erwidern. Es tut mir leid. Das ist ein bisschen unangenehm. Das passiert mir sehr oft, dass Menschen sagen, ich liebe dich. Und ich sage, ich nicht. Da musst du leider mit leben. Ich kenne euch nicht. Aber ich habe euch alle so lieb, meine Freunde. Ihr seid die beste Community. Ich liebe euch alle. Oh, Bruder, also es ist gerade so ein ganz schlimmes sarkastisches Level. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Game, oder? Ja, ne? Jetzt Kopfhörer auf und yalla. Okay. So. Okay, Kopfhörer sind auf. Maus, kannst du das vielleicht nicht... Zwei-Jahres-Plan nennen, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg. Und ich muss WhatsApp-Web stumm schalten. So, danke. Dann lass uns doch jetzt einmal kurz den hier machen. Ich habe tatsächlich dieses Spiel noch kein einziges Mal gestartet. Ich habe das Spiel noch nicht mal gestartet. Ich habe es vorhin gekauft, installiert, über Steam, aber es noch nicht gestartet. Das tun wir jetzt. Updating Steam. Okay, jetzt muss ich erstmal Steam updaten. Ich verstehe nicht ganz, weshalb oder wieso oder warum. Und auch nicht ganz aus welchem Grund. Aber okay. Welches Game? Es steht einfach fett im Titel. Matti so Ghostrunner. Matti streamt. Community, welches Spiel streamst du heute? Okay.